Hey, Haukartoffeln, ein weiteres Witcher 3 Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start und ich bin endlich wieder aus dem Urlaub zurück. Das heißt, die Tonqualität sollte nun auch um einiges besser sein, hoffe ich zumindest. Und es gibt einiges zu besprechen, denn der Witcher 3 Next Gen Update Stream war nun endlich und es gibt sowohl Sachen, die wir vermutet haben, die jetzt konkretisiert wurden, komplett neue Sachen, die wahrscheinlich gar keiner auf dem Zettel hatte, die jetzt auf jeden Fall anstehen und bestätigt wurden. Und auch ein paar Sachen, die Geheimnisse und Überraschungen bleiben sollen, wovon ich aber auch schon einige mitbekommen habe und die ich euch in diesem Video präsentieren werde. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Das Next Gen Update kommt am 14. Dezember raus und es ist ein gratis Update für alle, die eine Basisversion des Spiels schon besitzen. Das heißt, wenn ihr auf dem PC zockt, bekommt ihr das komplette Bundle. Von der PS4 gibt es ein Update auf die PS5 und von der Xbox One auf die Xbox Series. Und das Geilste daran, wenn ihr die DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine bisher noch nicht besessen habt, bekommt ihr die jetzt einfach so gratis in diesem Bundle mit dazu. Richtig feiner Deal. Und für alle, die immer noch auf der PS4 spielen und auch nur eine PS4 zum Beispiel haben, ihr bekommt trotzdem später noch ein Update, eine abgespeckte Version mit den neuen Inhalten, zum Beispiel in der Netflix-Rüstung, den Schwertern und so weiter. Also auch ihr geht nicht leer aus. Es ist also für jeden was dabei und auch für die physischen Sammler, denn die physische Next-Gen-Version kommt ebenfalls noch später raus. Großenteils ist es natürlich ein Grafik-Update. Das heißt, auf dem PC habt ihr jetzt Raytracing, ihr habt 4K-Texturen, aufpolierte Modelle der Charaktere, der Gegner und so weiter und so fort. Auf den Next-Gen-Konsolen habt ihr zwei Modi zur Auswahl, Performance mit 60 FPS oder dem Qualitätsmodus, der vor allem Raytracing Global Illumination auf der Konsole möglich machen wird. Das heißt, ihr habt ja auch Raytracing auf der Konsole, nur mit diesem Modus, der dann noch geilere Lichteffekte, Wasserspiegelung und so weiter hervorbringt und vor allem auch eine höhere Auflösung. Gleichzeitig habt ihr hier auch noch FSR und DLSS, vor allem natürlich für die PC-Spieler interessant, weil ihr damit selbst bei höherer Auflösung trotzdem noch geilere Frames erreicht, weil einfach nur das Bild hochskaliert wird und in Anführungszeichen so getan wird, als ob ihr auf einer höheren Auflösung spielen würdet. Aber in Wahrheit spielt ihr auf einer niedrigeren Auflösung. Das wird alles nur hochskaliert und die Pixel werden sozusagen richtig gesetzt mit einer KI dahinter und trotzdem habt ihr eben höhere Frames. Und auf der Konsole habt ihr dann eben stabile 30 FPS im Qualitätsmodus und stabile 60 im Performance-Modus. Und stabile 60 sind halt für die meisten Konsolenspieler ein richtiger Traum. Und deswegen werde ich es damit wahrscheinlich auch spielen. Daneben habt ihr auch noch geilere Reflexion von Haus aus. Das heißt, nicht nur das Wasser spiegelt jetzt, sondern wirklich alles. Auch die Rüstungen zum Beispiel. Ihr habt Ultra-Settings für den PC, Hintergrundcharaktere, das komplette Detaillevel wird da nochmal auf ein komplett neues Level gehievt. Also ihr seht schon, das heißt zwar Next Gen Update, aber ist vor allem auch für die PC-Spieler eine sehr geile Sache. Ihr habt aber auch komplett neue Features und Einstellungen, wie zum Beispiel den Fotomodus, wo ihr auch Wetter, Zeit, Lichteffekte, Posen und so weiter einstellen könnt. Das gab es ja auch schon bei Cyberpunk. Es sind extrem coole Fotos bei rausgekommen. Wird es bestimmt auch bei The Witcher wieder geben, denn selbst ohne den Fotomodus sind schon coole Fotos bei rausgekommen. Jetzt wahrscheinlich nur noch umso mehr. Es gibt aber auch eine neue Kameraperspektive, wenn ihr reitet, im Kampf oder fürs Allgemeine erkunden. Und die könnt ihr auch jeweils separat einstellen, sowohl für Reiten, Kampf als auch fürs Allgemeine Ding. Und ich werde die wahrscheinlich immer anhaben, weil das sieht einfach richtig geil aus. Nachdem ich God of War gespielt habe, passt das auch wieder perfekt. Da gewöhne ich mich richtig schnell dran wahrscheinlich und es ist halt so, als würde ich Witcher 3 aus einer komplett neuen Perspektive erleben und darauf freue ich mich schon sehr, denn ich habe das Spiel lange nicht gespielt und hatte schon seit Jahren vor, einen weiteren Run zu machen und das ist jetzt perfekt für die Weihnachtszeit. Das ist auf jeden Fall mein Weihnachtsspiel jetzt schon gesetzt. Und dann haben wir noch ein paar PS5-exklusive Features, das heißt das haptische Feedback und die adaptiven Trigger sind auch dabei. Das bedeutet, ihr habt einfach eine bessere Rumble-Funktion. Der Controller vibriert einfach, je nachdem, was ihr macht. Vor allem im Kampf aber habe ich gehört, dass wenn ihr zum Beispiel auf Fleisch trefft mit Geralts Schwert oder auf ein Schwert, das dann klirrt, das fühlt sich einfach dann viel immersiver an. Und das ist eine Sache, die mich schon beim Last of Us 1 Remake total überrascht hat. Ja, an sich ist es nur Vibration im Controller, aber das war trotzdem der geheime Star des Remakes. Denn wenn es richtig gemacht ist und eher subtil anstatt aufdringlich, und sich zum Beispiel verändert, je nachdem auf welchem Untergrund ihr lauft, dann kann das schon echt eine Menge ausmachen und zieht euch richtig in die Welt hinein. Darauf freue ich mich schon. Und dann gibt es noch die adaptiven Trigger, das heißt, ihr habt einen Widerstand in den R2 und L2 Tasten. Und da zum Beispiel, wenn ihr mit der Armbrust schießt,
dass ihr dann einen gewissen Widerstand spürt. Das ist eigentlich immer ziemlich cool gemacht. Dann gibt es noch eine sehr coole Funktion, und zwar das Quick Cast. Früher war es immer so, dass ihr das Kreismenü aufmachen musstet mit R2 und dann gab es diesen Slowdown im Kampf. Und zwar jedes Mal, wenn ihr ein Zeichen wirken wolltet. Und jetzt könnt ihr einfach nur R2 gedrückt halten und alle Face-Buttons verändern sich und bekommen eine neue Funktion. Ihr könnt nämlich damit dann direkt die Zeichen zaubern. Also auf der Xbox habt ihr dann auf A, B, X und Y eure Zeichen, auf der PlayStation dann mit Dreieck, Viereck, Kreis und X. Und natürlich ist dann L2 jeweils Igni. Das finde ich sehr angenehm, gerade wenn ihr ein Caster-Bild macht, also wenn ihr vor allem auf Zeichen setzt, müsst ihr dann nicht ständig euren Kampf unterbrechen und in dieses Radialmenü gehen, sondern könnt das on the fly machen und somit besser auf euren Gegner reagieren. Ihr könnt ebenfalls einen Filter für die Karte einstellen, sodass die ein bisschen cleaner wirkt. Ihr habt die Möglichkeit, die ganzen Fragezeichensymbole und die Bootsymbole zu entfernen, sodass ihr einfach eine übersichtlichere Karte habt. Wenn da auf einmal 50 neue Fragezeichen aufploppen, könnt ihr das erstmal entfernen und in aller Ruhe alles nacheinander abgehen. Ihr habt ebenfalls jetzt die Möglichkeit, euren Sprint auf den Stick zu setzen. Das heißt, ihr müsst nicht mehr einen Button gedrückt halten, sondern könnt einfach zweimal den Stick drücken und dann lauft ihr. Das sind lauter so Community-Wünsche, die jetzt als Features mit reingekommen sind. Ihr habt zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, Untertitel zu skalieren von kleiner und auch auf größer. Ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, Pause zu drücken während der Cutscenes. Ja, das war tatsächlich davor noch nicht möglich. Also lauter so kleine Sachen. Aber wenn die halt alle zusammenkommen, wirkt das schon wie ein großes neues Erlebnis. Und das Beste daran, es ist alles optional. Wenn ihr Witcher 3 so spielen wolltet, wie ihr es damals gespielt habt, dann könnt ihr das absolut so machen. Wenn ihr jetzt Bock habt auf ein paar Neuerungen, dann könnt ihr auch die jederzeit im Menü dazu wechseln. Zum Beispiel habt ihr jetzt auch eine dynamische Minimap, die nach ein paar Sekunden verschwindet. Ihr könnt aber auch einstellen, dass die wirklich für immer da bleibt. So finde ich es halt angenehmer. Wenn man nur kurz mal einen Button drücken muss, dann kommt die Minimap wieder, kann sich kurz orientieren, dann verschwindet die wieder nach ein paar Sekunden und man kann das volle Bild der Welt genießen. Und die ist jetzt um einiges genießbarer, denn es gibt ebenfalls sehr, sehr viele Mods, die jetzt von Haus aus integriert wurden, vor allem auch für die Konsolen. Das heißt, ihr habt jetzt neue Gras- und Blattwerk-Assets, fast alle davon wurden durch die Bank weg verbessert. Es gibt sehr viele Mods, die installiert wurden, was die Umgebung verbessert. Ihr habt allgemeine höhere Auflösung bei vielen Sachen. Seht zum Beispiel Rauch in der Distanz von Hütten aufsteigen. Habt allgemein bessere Texturen. Ihr habt Monster- und Charaktermodellverbesserungen. Ihr habt neue Wolken. Ihr habt verbesserte Wettereffekte. 3D-Modelle zum Beispiel bei sowas wie den Pflastersteinen Novigrad anstatt nur flachen Texturen. Lauter so kleine Sachen, die aber eben in Summe dann wieder für ein richtig geiles Erlebnis sorgen sollten. Und was eigentlich das Geilste ist, ist natürlich der brandneue Content. Und wir wussten da schon grob, was uns erwartet, mit ein paar von der Netflix-Serie inspirierten Dingen, der Rüstung, den Schwertern und ein paar alternativen Looks für Charaktere, aber alles wurde konkretisiert und vor allem gezeigt. Und das Coole ist, wir wussten noch nicht, wie das Ganze umgesetzt wird. Und jetzt kann ich euch sagen, um die Serienrüstung zu bekommen, müsst ihr eine Quest absolvieren. Also die ist nicht einfach so irgendwo in der Welt in der Kiste. Nein, es gibt eine richtige Quest damit. Das heißt, es gibt auch wieder neue Voicelines. Die haben extra den Sprecher für Geralt in allen Sprachen natürlich wieder hergeholt, damit er nochmal ein paar Sätze aufsagt. Und vor allem wurde eine Location dafür genommen, die sehr merkwürdig war. Denn viele Spieler haben sich gefragt, die Location ist hier richtig ausgearbeitet, aber es ist lediglich ein Banditencamp da. Wir sprechen hier von Devil's Pit. Und ja, es ist tatsächlich ein Questgebiet gewesen, mit dem sie einfach nicht fertig geworden sind. Deswegen haben auch richtig viele Entwickler, die jetzt zum Beispiel bei Cyberpunk arbeiten, aber eben auch bei The Witcher mitgeholfen haben, jetzt auch wieder richtig Bock gehabt, dann nochmal das eine oder andere mitzuentwickeln. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass die jetzt auch ein bisschen was wieder gut machen konnten. Wir haben auf jeden Fall diese Quest für die Rüstung, da bekommen wir das Schema. Das Interessante ist, wir haben sowohl die Season 1 Rüstung gesehen, als auch kurz die Season 2 Rüstung. Ist die Frage, ob man die vielleicht verbessern kann, ob das zwei unterschiedliche Rüstungen sind oder nur ein alternativer Rüstungslook für die gleiche im Prinzip. Wir haben aber vor allem auch noch gesehen, dass es die zwei Schwerter gibt. Wie wir die bekommen, wissen wir noch nicht. Vielleicht mit der gleichen Quest, vielleicht mit einer anderen. Wir haben aber auch alternative Looks für Triss, Yennefer und Dandelion bzw. Jaskia aus der Show sicher. Und den von Jaskia haben wir auch schon gesehen. Ich würde mal sagen, naja, Geschmackssache. Ich persönlich bleibe beim
Original-Look für meinen Lieblingsbaden. Wir haben ebenfalls gesehen, dass es die Nilfgaard-Rüstung aus der Serie ins Spiel geschafft hat, was ich verwunderlich finde, denn fast alle im Internet haben sich totgelacht, wie die aussieht. Die wurde liebevoll als, ich sag mal, Eiersack-Rüstung bezeichnet, weil die so ein bisschen schrumpelig ist, und die haben sie nicht ohne Grund in Season 2 einfach mal ein bisschen verändert. Komisch, dass die ausgerechnet die Rüstung mitgenommen haben, aber naja, auf jeden Fall bekommen wir, und das ist eigentlich das Spannende, noch zwei neue Rüstungen, die im Livestream nicht mal erwähnt wurden, aber kurz gezeigt. Da haben wir zum einen diese hier, die wurde sowohl von hinten abgefilmt, als auch kurz von vorne während einer Quest. Das ist so eine Lederrüstung mit weißen Elementen, sieht sehr cool aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine verbesserte Greifenrüstung ist. Und dann gibt es die hier, die wie keine andere Rüstung im Spiel aussieht, mit so Drachenelementen. Ist auch wirklich nur ganz kurz zu sehen gewesen. Rot mit Gold, sieht richtig imposant aus. Ich bin da auf jeden Fall auf die Stats gespannt von allen Sachen, der Schwerter und auch der Rüstungen. Ich hoffe, das sind nicht einfach nur, ich sag mal, optische Modifikationen. Ich denke schon, dass die im Spiel mit richtigen Attributen sein werden, und darauf freue ich mich schon. Ja, das ist auf jeden Fall alles, was wir sicher bestätigt bekommen haben bzw. gesehen haben. Ich vermute aber, da wird noch um einiges mehr auf uns warten, denn sie haben auch schon gesagt, dass wir noch längst nicht alles gesehen haben, und das glaube ich ehrlich gesagt auch, denn das ist auch bei Cyberpunk immer so. Selbst wenn die Patchnotes rauskommen am 14. Dezember, wird es immer ein paar Sachen geben, die sie da extra nicht reinschreiben, damit die Spieler das selber entdecken und dann unter der Community geteilt wird. Also ich freue mich auf jeden Fall wie Plötze auf den 14. Dezember und kann es kaum abwarten, wieder in die Welt reinzutauchen. Das wird auf jeden Fall mein Weihnachtsspiel dieses Jahr. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch ausschaut. Habt ihr da auch Bock drauf? Sind euch das genügend Features? Habt ihr mit noch mehr gerechnet und seid jetzt enttäuscht? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich versuche, wem auf jeden einzugehen. Und damit würde ich mich aber erstmal verabschieden. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Badududum, United Potatoes, badududum, United Potatoes, badududum.